Das Gute am Homeschooling ist ja, man kriegt etwas mehr mit von den Aufgaben, die die Kinder erfüllen müssen. Jaron zum Beispiel musste in der letzten Woche einen Kraftzirkel erstellen. Er musste Übungen aussuchen, die bestimmte Muskelpartien stärken. Dabei fiel mir auf, dass die meisten dieser Übungen mit Widerstand arbeiten. Man muss etwas stemmen oder heben. Oft ist es auch das eigene Körpergewicht, was überwunden oder einfach gehalten werden muss. Stärker werden, wachsen, sollen wir auch im Glauben. Widerstände stärken unsere Muskeln. Und das gilt auch für unsere inneren Muskeln, für unsere innere Stärke. Wenn es am schwersten ist, zu lieben und du dennoch liebst, wird deine Liebe stärker. Wenn deine Umstände nicht gerade zur Freude einladen und du dich dennoch freust, wird deine Freude wachsen. Wenn es am schwierigsten ist, das zu tun, was richtig ist, und du es trotzdem tust, wenn es am schwersten ist, zu hoffen, aber du trotzdem hoffst, wenn sich die ganze Hölle gegen dich zu stellen scheint und du dennoch aus dem Licht des Himmels herausleuchtest, genau dann wirst du stärker. Nimm also den Widerstand, der sich heute in deinen Weg stellt, als Trainingsprogramm. Deshalb sagt Paulus auch, wir rühmen uns der Bedrängnis, denn Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld Bewährung und Bewährung Hoffnung. Also los, gegen die Widerstände.